komisch. Wenn im Trockner ein runder Filz zum Vorschein kommt, kann doch etwas nicht ganz stimmen, oder? Richtig, denn dieser Filz hier ist die Trommeldichtung. Sie sollte eigentlich zwischen der Trommel und dem Lagerschild liegen, nicht im Innenraum. Aber keine Sorge, wie du dieses Problem im Handumdrehen beheben kannst, zeigen wir dir in diesem Video. Sicherheit geht natürlich vor, deshalb stecken wir den Trockner erst vom Stromnetz ab. Bitte berücksichtige auch die in deinem Land geltenden Bestimmungen. Zu Beginn öffnen wir mit einem Torx-Schraubendreher der Größe 20 den Gerätedeckel. Aber Achtung, bei diesem Modell von AEG befindet sich eine Schraube des Deckels an der Vorderseite. Ist sie jedoch einmal weg, lässt sich der Gerätedeckel sehr einfach entfernen. Jetzt drehen wir auch alle Schrauben der linken Seitenwand heraus. 4 Schrauben an der Rückwand, 2 weitere Schrauben an der Oberseite. Warum? Nun, das seht ihr jetzt. Unendlich viele Flusen. Das gehört natürlich gereinigt. Als nächstes nehmen wir die Abdeckung des Luftkanals ab. 10 Schrauben halten hier alles dicht. Da wäre ein elektrischer Schrauber schon ganz praktisch. Es folgen die restlichen Schrauben der Rückwand und der rechten Seitenwand. Achtung! An der Rückwand gibt es 3 Schrauben mit einem PH2-Bit. Wir entfernen außerdem den Einlaufstutzen in den Behälter. Er ist ebenfalls mit einer Schraube gesichert. Als letztes stecken wir den Stromanschluss von der Rückwand ab. Erst die Erdung, dann die Phasen. Dann können wir die Rückwand zur Seite stellen. Jetzt steht eine gründliche Reinigung auf dem Programm. Anschließend setzen wir den neuen Filz in das Lagerschild ein. Achtung, der weiße Filz zeigt in Richtung Innenraum. Und das war's. Danach bringen wir die Rückwand wieder an. Dabei fädeln wir ausgefädelte Schläuche ein, fixieren abgenommene Halterungen und achten darauf, dass die Rückwand ohne Gewalt zu 100% sitzt. Dann wird erneut geschraubt. Eine Schraube nach der anderen findet zurück an ihren Platz. Vorsicht mit den 3 Schrauben mit dem PH2-Bit. Diese sollten am Ende wieder dort sitzen, wo sie ursprünglich waren. Auch die Luftkanalabdeckung wird nicht vergessen. Ebenso die linke Seitenwand. Zum Schluss montieren wir den Einlaufstutzen und verbinden den Entstörfilter mit den zuvor abgesteckten Kabeln. Auch die Erdung vergessen wir nicht. Als letztes setzen wir den Gerätedeckel wieder auf und fixieren ihn mit seinen Schrauben. Dann ist Testen angesagt. Und siehe da, alles läuft und gleitet rund. Hat dir das Video gefallen, freuen wir uns über einen Daumen hoch. Und nicht vergessen, DieBook abonnieren.